Guten Morgen und einen wunderschönen Wochenstart wünsche ich euch heute. Wir schauen auf die Tagesenergie und gucken mal, was so ungefähr auf dich zukommen möchte. Ich fange an mit ein paar Überschriften und schaue mir dann an, was denn da so auf dich zukommen möchte energetisch und hätte gerne mal eine erste Überschrift für The Spirit. Um was geht's an diesem Montag für die meisten, die mir zuschauen? Zufriedenheit. Ja, heute Morgen wach geworden mit einem Grinsen im Gesicht, mit dem Gefühl, Tag, ich freue mich auf dich, mit irgendwelchen Plänen, die dir gut tun, mit dem, was du da jetzt heute vorhast. Bist du damit zufrieden? Das ist die Frage, die sich hier ganz zu Anfang direkt mal stellen möchte. Du kannst die Frage mit Ja, Nein vielleicht beantworten. Wenn als Antwort allerdings da ein Nein steht, dann gilt es schon, meiner Meinung nach, immer mal zu hinterfragen, was stimmt mich denn so unzufrieden? Womit hat das zu tun? Was kann ich selber verändern, damit ich eben in meiner Zufriedenheit bin? Strebe ich nach Höherem? Strebe ich immer nach mehr? Oder darf ich einfach mal dankbar sein für das, was gerade so ist? Das ist wahrscheinlich bei jedem ein bisschen was anderes. Und deswegen beantworte ich dir ja auch nicht deine Fragen, sondern stell nur welche. Die grundsätzliche Energie, die heute auf uns einströmt, die sieht schon wieder ein bisschen huhuhuhu, durcheinander aus. Ja, du hast es in der Hand, ob du in der Fülle leben möchtest, mit leichtem Gepäck durchs Leben gehst oder aber ob du jemand bist, der immer noch sich vor Entscheidungen drückt, der immer wieder abwartet, bis sich noch bessere Momente anbieten. Ich habe zwei Parteien Menschen hier in meinem Kollektiv. Die einen sind eher konfliktscheu und lieben es, ihren Frieden zu haben und warten darauf, dass die Gerechtigkeit von alleine sich einstellt, da das Universum ja nun mal weiß, wer du bist und welchen Wert du hast. Wichtig ist aber auch, dass du selber diesen Wert kennst und ab und zu ist auch schon mal gut, hier die Scheuklappen auszuziehen und sich den Dingen zu stellen, auch auf die Gefahr hin, dass es mal ein bisschen turbulent wird im Leben, vor Entscheidungen wegzurennen. Ja, das ist im Prinzip meistens nur eine Sache, die die Dinge aufschiebt, aber nicht auflöst. Es gibt aber auch die im Kollektiv und da stehst du heute wahrscheinlich genauso wie gestern das angezeigt war, so ein bisschen vor einem Scheideweg. Entscheide ich mich für das Gedankenkarussell oder entscheide ich mich dafür, in meinem Leben immer mehr auszumisten, die Vergangenheit vielleicht auch mal ein bisschen mehr ruhen zu lassen, habe ich heute noch, nee, gestern mit meinem Sohn drüber gesprochen. Wir waren uns einig, dass es total wichtig ist, zu erforschen, was warum passiert ist und was das mit einem Menschen gemacht hat, sodass man sich die eigenen Verhaltensmuster gut entschlüsseln kann und überprüfen kann, was ist denn wirklich mein Naturell oder was habe ich mir jetzt hier irgendwann im Laufe eines Lebens als Schutzwall aufgebaut? Brauche ich diese Schutzmauern noch oder kann ich auch ohne diese Schutzmauern mittlerweile durchs Leben gehen, weil es vielleicht nicht mehr unbedingt die Gefahr gibt, dass mich jemand tief im Herzen noch verletzen kann. Wenn man gut aufgeräumt hat, ist die Gefahr ja immer geringer. Diejenigen, die eben da schon diesen Aufräumprozess mehrfach, wahrscheinlich lebenslänglich gestartet haben, die gehen heute in der Leichtigkeit durch diesen Tag und oder haben die Möglichkeit, echt mit dieser Leichtigkeit und sehr zufrieden durch ihren Tag zu kommen. Denen werden glückliche Momente geschenkt und es sieht auch so aus, als würdest du dich mit Leuten umgeben können, wo du das Empfinden hast. Hier gibt es alles, was es braucht, damit das Herz jubilieren kann. Dieser Möglichkeit stehen die, die eben sich dem verschließen, selbst ein bisschen im Weg. Wenn es die absolute Glückseligkeit ist, mit sich selber zufrieden zu sein, indem niemand deine Kreise stört, alles schick. Aber gibt es da nicht noch mehr, vielleicht noch was, wonach dein Herz sich sehnt? Man sieht es ja hier. Hier guckt jemand nicht richtig hin, ne? Und im Zweifel
sind da auch noch Menschen um dich rum, die immer irgendetwas von dir wollen? Die Frage ist, es vielleicht so, dass du noch eine gewisse Opfermentalität ausstrahlst? Ja, gibt es alles. Wir gucken jetzt noch mit einer letzten Karte und dann schauen wir mal ohne viel Singsang, was der Tag denn jetzt hier wirklich zu bieten hat. Welches Deck nehme ich denn noch mit? Der Montagsspirit. Danke. Geht heute um intuitive Kommunikation und um das leise Flüstern deines Herzens. Intuition ist gut und schön, wenn ich jetzt an so einen Otto denke und wenn ich an einen Otto denke, der mir sehr am Herzen liegt, der meint meistens, dass er das, was ich aussende, telepathisch schon aufgeschnappt habe. Und in 90% der Fälle ist es auch so, aber es gibt halt eben da auch noch die Möglichkeit, dass die Intention dessen, was ich da transportiert habe, ganz eine andere war, als er das jetzt so mit seinem Geist aufgeschnappt hat. Und dann ist es manchmal gut, genau hinzuhören, genau hinzuschauen. Entweder flüstert dein Herz heute leise oder aber es zeigt sich dir ein Herz, das leise flüstert und das gehört werden möchte. Und wo du, ja, vielleicht gefragt bist. Ja, wir gucken mal, was. Hallo, Frau Heine. Wir gucken mal, was sich zeigt. Und ich hätte jetzt gerne neun Karten, bitte. Dieser Montag. Was kommt auf uns zu? Ja, es geht heute um deine Intuition. Und du hast heute in irgendeiner Situation den absolut richtigen Riecher, ob das jetzt Kollegen bei der Arbeit betrifft, einen Freund betrifft, ein Familienmitglied betrifft oder gar einen Partner betrifft. Du hast da heute so ein Fingerspitzengefühl und mit dem liegst du schon sehr richtig. Ich habe nur den Eindruck, dass es heute mal zu überdenken gibt, bevor etwas ausgesprochen wird. Ob du nicht vielleicht auf eine relativ kreative Art und Weise das transportierst, was du zu sagen hast. Es geht um einen Menschen, mit dem du sehr verbunden bist, der auch gerade in so einem Erwachungsprozess ist, der auch gerade, was die Spiritualität angeht, so einiges kapiert. Und ich nehme hier ein Miteinander wahr, wo es ziemlich leidenschaftlich zugeht. Damit meine ich jetzt nicht das zwischenmenschliche, körperliche, sondern so ein Verständnis, wo man einfach miteinander harmoniert, so dass das Herz vor Leidenschaft hüpft. Also auf dich kommt heute, in welchem Bereich auch immer, ne? Dafür guckst du jetzt selber, ob dich jetzt interessiert, was auf der Arbeit los ist oder halt im familiären oder in der Partnerschaft. Da kommen heute Nachrichten auf dich zu und diese Nachrichten, die sind vielleicht ein bisschen verpackt. Jetzt geht mir der Hals zu. Genau, da will einer nicht so direkt reden. Die sind ein bisschen verpackt, aber du verstehst ganz genau und sofort, um was es da gehen möchte. Das erzeugt bei dir einen Geistesblitz und da du schon durch ziemlich viele Reinigungsprozesse gelaufen bist, im besten Fall, nimmst du das erstmal einfach so an, wie es da ist und distanzierst dich davon, irgendetwas zu bewerten, zu verurteilen oder irgendwelche Regeln aufzustellen, sondern schaust einfach, was macht das mit dir? Also irgendjemand kommt mit Kommunikation um die Ecke, wo es dann ein bisschen heißblütig sein kann. Ich versuche das immer positiv zu formulieren für die, die aber noch, ja, gut hitzköpfig sein können, könnte das eine Kommunikation sein, wo der Triggerpunkt genau getroffen wird und es dann eben darum geht, wie gehst du damit um? Fängst du an, den anderen zu bewerten und zu verurteilen, weil die Art seiner Kommunikation bei dir irgendetwas auslöst? Oder bist du schon insofern gereinigt, dass ja, du da relativ gelassen mit umgehen kannst? Für manche ist es aber tatsächlich so, dass die Kommunikation, die stattfinden möchte, und das haben wir jetzt hier in doppelter Form, Grund zur Freude auslöst. Und wenn es nur ist, dass du merkst, dass du bei dir bleiben kannst, dass da niemand ist, der dich aus deiner Mitte
Schießt, es kann ein männliches Wesen sein, das da auf dich zukommt. Ja, wir haben hier die Begegnung. Und ja, das ist praktisch was wie ein Test heute und du kannst überprüfen, wie viel du schon für dich gelernt hast, ob du hier die Messer noch wetzen musst oder ob du davon ausgehst, dass alles gut ist, dass alles, was da ist, dein Herz berühren darf, ohne dich aber noch in der Lage ist. Ohne dass aber jemand in der Lage ist, die alten Verletzungen nochmal anzutriggern, weil da einfach schon viel Heilung stattgefunden hat. Ich lasse es so stehen, ihr Lieben. Liebe Grüße und kommt mir gut durch die Woche. Bis dann.